Ja, nachdem ihr die drei von Seen gefangen habt, müsst ihr nur noch den Pokédex erweitern, vervollständigen den Sinnoh-Text und Palkia braucht ihr. Palkia bekommt ihr die Daten von einem Bild von einer Frau, einer ältesten Frau von Elias. Dort kriegt ihr die Daten und dann habt ihr alle Pokémon, weil ihr eigentlich alle gesehen habt. Next. Dann geht ihr hierher. Hallo, Game Taku. Zeigst du mir mal dein Pokédex? Das ist ja der Wahnsinn. Hast du tatsächlich jedes Pokémon-Art in Sinnoh gesehen? Hast du den Professor Eibel dein Pokédex schon gezeigt? Nein. Aber das machen wir jetzt. Professor, wir sind wieder da. Grüß dich, Game Taku. Bist du gekommen, um mir zu zeigen, wie du mit den Pokédex vorangekommen bist? Ja, natürlich, ja. Du hast 151 Pokémon gesehen. Wunderbar, Game Taku. Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in deinen Pokédex verzeichnet. Das wird mir bei meiner Forschung zur Entwicklung der Pokémon eine große Hilfe sein. Oh nein, wer kommt da? Es ist Großvater, der alles beobachten kann. Die Wände, es ist Professor. Hallo, Professor Eibe. Lange nichts gesehen. Ich muss schon lange sagen, werde Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Mauzi. Was? Mauzi-Sprung. Ach, diese Pokémon-Rede. Schon wieder. Egal. Doch sie werden mir sicher bestimmt, dass keine Reise zu weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Na, wenn das mal nicht mein alter Kollege, Professor Eich, ist. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten. Immerhin legen wir doch früher stets zu scherzen. Wow, immer sich ein Pokémon zeigt, ist auch unserer Prof. Eich nicht weit. Schön zu sehen, dass sich das nicht geändert hat. Professor Eich, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Er hat es doch tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Eich. Wie du sicher mitbekommen hast, Professor Eibe hat mir schon viel von dir erzählt. Er überschlägt sich fast vor Lob für dich und deinen Können als Trainer. Wie ich sehe, wirst du denen nicht nur gerecht, nein, du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend, doch wo ich schon mal in der Nähe bin, wollte ich dir, Professor Eibe, auch gleich die Daten für den Nationalpokédex vorbeibringen. Da du gerade hier bist, kann ich deine Exemplar ja auch gleich zum Nationalpokédex aufrüsten. Schließlich gibt es noch viel, viel mehr Pokémon auf der Welt zu entdecken. Dein Pokédex wurde der Nationalpokédex hinzugefügt. Denn Nationalpokédex zu vervollständigen ist ein leichtes Unterfangen. Doch ich zweifle nicht daran, dass du dich mächtig ins Zeug legen wirst. Seien Sie ganz unbesorgt. Game Taku wird die Aufgabe mit Sicherheit bestehen, erledigen.
Aber verraten Sie mir doch bitte, welcher andere Grund Sie hergeführt hat, geschätzter Kollege. Nun, ich habe gehört, dass der Amonasu-Park seinen Pforten geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende von Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, das die verschiedenen Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob auch alles reibungslos dran geht. Du solltest auch unbedingt in Amonasu Park vorbeischauen. Im Tag. Oh, ist es schon so spät, ja? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja. Jetzt muss ich aber los, sonst schaffe ich es nicht mehr pünktlich zu meiner Meeting. Es war eine Freude, euch getroffen zu haben. Bis bald. Eich Ende. Over and out, Eich. Da geht er dahin. Wie immer ein in Eile. Zurück zu dir, Kimtaku. Und Dank dafür, dass du den Sinnoh-Pokédex vervollständigt hast, habe ich ein Geschenk für dich. Du erhältst den Pokeradar! Yes, yes! Du verstaust das Pokeradar in dein... Ja, das ist ein sogenannter Pokeradar, kurz Pokeradar. Dieses Gerät zeigt dir, wo sich hohen Gras Pokémon versteckt halten. Eigentlich hatte ich es entwickelt, um meinen Assistenten beim Sinnoh-Pokédex unter die Arme zu greifen zu können. Aber das hat sich dank dir ja jetzt erübrigt. Doch ich bin mir sicher, dass es dir auch bei der Vervollständigung des Nationalpokédexes eine wertvolle Hilfe sein wird. Jo, somit haben wir den Pokeradar bekommen. Und ihr wisst jetzt auch, wo es ist. Und ja. Das ist der Pokeradar. Ja, den können wir nicht hier einsetzen im Labor. Zeigen wir mal kurz, wie der Pokeradar funktioniert. What? Was machst denn du da? Wait, was machst du hier, alter Kumpel? Hallo, wir haben uns ja eine Weile nicht mehr gesehen. Als ich gehört habe, dass du die Top 4 besiegt hast und in die Ruhmeshalle eingezogen bist, bin ich gleich hergekommen. Mein Glückwunsch. Die anderen Arenaleiter freuen sich auch für dich. Ich weiß, zwei davon sind mein Fanclub. Vor allem die mit den... Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Doch wir Arenaleiter werden das auch nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Oh, okay. Gegen dich zu verlieren war für uns alle ganz schön hart. Und wir haben auch schon unseren Stolz. Wir sind uns alle sicher, dass wir im nächsten Kampf schlagen können. Es wäre also sehr nett, wenn du uns allen die Chance auf einen Rückkampf geben würdest. Wir warten in unseren Arenen auf dich. Mich findest du nur natürlich in Erzlingen. Fight, Ende! Ja, danke, Fight. Du hast dich eigentlich schon mal mit meiner kleinen Schwester unterhalten. Nein! Da halt dich mal. Du hast eine kleine Schwester. Was sagt die Kleine? Oh, hey. Hey, Kimtaku. Im Fernsehen haben sie gerade über ein massenhaftes Erscheinen von Pokémon berichtet. Wenn das mal kein glücklicher Zufall für dich ist und dein Pokédex ist wie... Was denn? Jo, wie geht's euch, meine Fans? Besten Dank, dass ihr wieder beim
Wechselwirkungskanal reinschaut. Ihr habt sicher schon mal Attacken von Typen Kampf gesehen, oder? Die sind ganz okay gegen Pokémon von Typ Wasser. Als immer noch halbwegs nett. So, ja. Andere Ass-Trainer im Vergleich zu mir. So, was auch immer. Blablabla. Gebt sie einfach euren Pokémon-Vogeln einen übrigen. Ja, ja. Danke, nein. All das, was mich nicht interessiert. Wir wollten doch gerade den Pokerradar ausprobieren. So funktioniert nicht. So funktioniert es sicher.